WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 3. Oktober 1912. Die Gründung der Deutschen Bücherei in Leipzig. Unter den verschiedenen Werkzeugen des Menschen ist das Erstaunlichste zweifellos das Buch. Die anderen sind Erweiterungen des Körpers. Mikroskop und Teleskop sind Erweiterungen des Sehens. Das Telefon ist eine Erweiterung der Stimme. Dann haben wir Pflug und Schwert, Erweiterungen des menschlichen Arms. Aber das Buch ist etwas anderes. Es ist eine Erweiterung des Gedächtnisses und der Fantasie. Das können Reiseberichte sein, das können Erzählungen sein, Kochbücher, alles Mögliche. Es gibt das schöne Wort vom Gedächtnis der Nation, das wir immer gerne zitieren. Und hier haben wir nun mal die Romanhefte. Das ist das, was man so im Supermarkt an der Kasse kaufen kann. Vampire, der Sammelband Vampire. Ja, es scheint eine Reihe zu sein. Und da sind wir also mit die einzige Bibliothek, die sowas sammelt. Wir haben in unseren Regalen überwiegend Bücher, die nicht gelesen werden. Das ist einfach das Schicksal einer Nationalbibliothek in einem Land mit einer Publikationszahl wie Deutschland. Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes. Gemeinnützige Volksnachrichten. Philipp von Geldern oder Geschichte Selims des Sohnes von Amurat. Entdeckte Geheimnisse der Zauberer. Unterricht von den Verwahrungsmitteln gegen die Gewitter für den Landmann. Das erschreckliche Erdbeben zu Palermo. Wenn auch in Deutschland, wie dies in Frankreich Gesetz ist, ein Exemplar von allem, was gedruckt wird, ohne Ausnahme an eine deutsche Nationalbibliothek eingeliefert werden müsste, so wäre das der Ort, wo jeder Gelehrte eine vollständige Ergänzung der Bibliotheken finden könnte, welche ihm in seiner nächsten Umgebung zugänglich sind. Wir schreiben das Jahr 1843. Soeben hat der kurhessische Politiker und Bibliothekar in Kassel, Dr. Karl Christian Bernhardi, eine Eingabe an die Preußische Akademie der Wissenschaften gemacht. Der König von Preußen soll für den Gedanken einer Nationalbibliothek gewonnen werden. Die Preußische Akademie reagiert preußisch und gibt erstmal ein Gutachten in Auftrag bei Bernhardis Vorgänger Jakob Grimm. Ob der sich ernsthaft mit dem Vorschlag beschäftigt, ist nicht überliefert, aber viele Worte verliert Jakob Grimm in seinem Gutachten nicht. Das Gute läuft ohnehin keine Gefahr, vergessen oder verloren zu werden. Wozu die übervollständige Anhäufung des Mittelmäßigen und Schlechten? Die wenigen Sätze reichen. Der erste Vorstoß wird abgeschmettert und zu den Akten gelegt. Immerhin, er hätte auch im Papierkorb landen können. Sehen Sie unsere Bibliothek, die beste Bibliothek des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Wir haben die gesamte wissenschaftliche Literatur sozusagen versucht zu erwerben. Alles, was wichtig war. Professor Elmar Mittler. 16 Jahre lang hat er die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen gehütet, geleitet, verteidigt, fortentwickelt. Sie war die erste wissenschaftliche Universalbibliothek von europäischem Rang auf deutschem Boden. Auch Jakob Grimm kannte und schätzte sie. Aber was haben meine Vorgänger sozusagen nicht gekauft? Sie haben nicht gekauft die Übersetzung ins Deutsche eines französischen Handbuchs, einer englischen Publikation, weil das Deutsche ja dann sozusagen das Abgeleierte war und das Original war natürlich vorhanden. Heute interessiert uns genau das Deutsche. Warum? Weil man wissen will, wie der Prozess der Veränderung stattgefunden hat. Was die Deutschen aus diesem Handbuch übernommen haben, was sie geändert haben, was sie wie übersetzt haben, die Art und Weise, wie sie sich ausgedrückt haben. All das, also der ganze Prozess, wie übernimmt man eine andere Kultur, wie setzt man sie für sich selber um, was macht man daraus? Das sind Dinge, die uns heute extrem interessieren. Heute. Aber nicht Mitte des 19. Jahrhunderts. Da interessieren weder Trivialliteratur noch Einblattdrucke, Leichenreden oder die Beschreibung eines Huhnes mit menschenähnlichem Profil. All das hat damals keinen wissenschaftlichen Wert, ist nicht würdig, gesammelt und aufbewahrt zu werden. Im Grunde genommen, Sie sehen es einfach sehr schön. Es ist ein Format und Sie haben 1311, 1333, also es Numerus Corens fortlaufen. Und Sie finden halt die unterschiedlichsten Dinge nebeneinander.
vom Mundartwörterbuch über die Umweltprüfung bei städtebaulichen Planungen bis zum Verwaltungsrecht im Dienste der Verfassung. Dann gibt es einen Leitfaden zur Erhöhung der Logistikqualität. Und wir sind eine Kultur, die mit Schrift lebt, die das, was sie denkt, in Schrift und damit in Texte, ob jetzt elektronisch oder in welchem Medium auch immer, jedenfalls in Texten niederlegt. Dr. Elisabeth Niggemann, Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek. Es ist eben nicht so, dass eine Gesellschaft heute die gleichen Maßstäbe hat und die gleichen Werte hat wie eine Folgegeneration. Das können wir ja immer feststellen, wenn wir schauen, was für Werte waren vor 50 Jahren aktuell. Und insofern ist das Sammeln an einer Stelle zumindest von alledem, was existiert, ungeachtet von Trends und aktuellen Bewegungen, so wichtig für uns als Gesellschaft. Wichtig vielleicht, aber machbar und bezahlbar und wem zu Ehren? Diese Fragen beschäftigen die Bibliothekare, Verleger und Politiker im 19. und 20. Jahrhundert. Die Kleinstaaterei ist überwunden, es gibt ein deutsches Kaiserreich und viele wichtige, namhafte Bibliotheken. Und dazu, für damalige Verhältnisse, Unmengen von neuen Druckwerken, über 30.000 im Jahr. Jede Bibliothek, sei ihr Etat auch noch so groß, hat im Vergleich zur Fülle des Vorhandenen beschränkte Mittel. Alle Bibliotheken müssen sich daher beschränken auf ganz bestimmte Gebiete der Literatur. Und auf diesen erstreben sie nicht so sehr Vollständigkeit als Vielseitigkeit. Es ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der schließlich mit einer Denkschrift vorprescht. Diese so pekuniär klingende Vereinigung von Buchhändlern und Verlegern in Leipzig will ihre Werke gesichert wissen, unabhängig von Moden und Zeitgeist, Etats und wertenden Bibliothekaren. Der Börsenverein will eine Reichsbibliothek. Es gibt dieses schöne Beispiel, wenn man gewertet hätte, wäre wahrscheinlich Einsteins entscheidende Jugendschrift niemals nicht in eine Bibliothek gekommen. Birgit Schneider von 2001 bis 2007, Direktorin der Deutschen Bücherei in Leipzig. Natürlich gibt es Dinge, das braucht man nicht abstreiten, die ephemeren Charakter haben, ja, die sekundär sind, die man sicherlich 50 Jahre nicht anfasst, ja. Aber genau das ist das Entscheidende. Unter Umständen kommt im 51. Jahr der, der diese Quelle braucht, der mit der arbeitet und der sie nirgendwo anders findet. Aufgabe der Deutschen Bücherei kann es nicht sein, mit ihren Beständen werbend an die Leserkreise heranzutreten und eine sozialpädagogische Wirksamkeit zu entfalten. Sie muss, um ein bekanntes Bild anzuwenden, das Sammelbecken bleiben, zu dem die Wissensdurstigen pilgern, um daraus zu schöpfen. Während die allgemeine öffentliche Bücherei der Wasserleitung gleicht, die den lebensspendenden Quell dem Durstigen ins Haus trägt. Der große Lesesaal, der historische Lesesaal, sehr schön restauriert, mit auch den historischen Lampen der Einrichtungszeit. Im September 1912 gibt der Börsenverein des Buchhandels die Gründung der Deutschen Bücherei in Leipzig bekannt. Die Verleger und Buchhändler verpflichten sich der Deutschen Bücherei, je ein Freiexemplar ihrer sämtlichen Neuerscheinungen zur Bibliografierung, Archivierung und unentgeltlichen Benutzung zur Verfügung zu stellen. Am 3. Oktober 1912, heute vor 100 Jahren, wird der Vertrag zwischen dem Königreich Sachsen, der Stadt Leipzig und dem Börsenverein der Deutschen Buchhändler unterzeichnet. Sammelbeginn aller deutschen und fremdsprachigen Literatur des Inlandes und der deutschsprachigen Literatur des Auslandes ist der 1. Januar 1913. Das erste Buch, das in der Nationalbibliothek Aufnahme findet, wird vom Stuttgarter Meyer-Ilschen Verlag geschickt. Es hat einen Ladenpreis von 3,50 Mark. Der Autor heißt Dr. Paul Klopfer und der Titel lautet: Wie baue ich mein Haus? Und wie beschaffe ich mir eine gediegene Wohnungseinrichtung? Eine Frage, die auch in Leipzig noch nicht geklärt ist. Mit der Gründung der Bücherei wird zwar auch der Bau eines Bibliotheksgebäudes beschlossen. 18.500 Quadratmeter stellt die Stadt zur Verfügung. Doch der Bauplatz ist ungeeignet. Der Architekt muss seine Pläne umschreiben. Und so kann das Nationalheiligtum des Geistes, die literarische Walhalla, erst am 2. September 1916 feierlich eröffnet werden. Jetzt hier stehen wir vor der Keimzelle unserer Bibliothek.
Hier am Standort Frankfurt beginnt die Sammlung am 9. Mai 1945, dem Tag der deutschen Kapitulation. Und das allererste Buch darf ich Ihnen jetzt mal rausholen. Eine Bibliothek für die Deutschen. Was sich die Gründerväter erhofften, hatte keinen Bestand. Der Krieg, die Teilung Deutschlands und wem gehörte nun das kulturelle Gedächtnis? 1945 eröffnet die Deutsche Bücherei in Leipzig wieder. In Frankfurt am Main wird 1947 die Deutsche Bibliothek gegründet. Nun wird an zwei Orten gesammelt. Es heißt Meine Hunde im Nordland. Es ist ein Kinder- und Jugendbuch. Klein, grau, mit braunen Rändern. Man sieht hier die Säureschäden. Die Deutsche Bücherei in Leipzig weist sich aufgrund ihrer historischen Rolle als die einzige deutsche Nationalbibliothek aus. Helmut Rötsch, 1962 im DDR-Fernsehen. Er ist der Generaldirektor der Deutschen Bücherei in Leipzig. Daran können auch alle Versuche westdeutscher, revanchistischer Kreise nichts ändern, die versucht haben, die Rolle der Deutschen Bücherei einzuschränken bzw. zu sabotieren. Offiziell gönnt man sich nichts, doch inoffiziell wird zusammengearbeitet. Die westdeutschen Verlage schicken sogar ihre Neuerscheinungen nach Leipzig. Diese werden aufgenommen, einsortiert und gegebenenfalls weggeschlossen. Gesperrte Literatur, nur mit Sondergenehmigung zugänglich. Wenn man jetzt die Möglichkeit hatte, in den Lesesaal zu gehen, wo die gesperrte Literatur war, dann ging man da erstmal ellenlang Treppen hoch, dann eine ganz kleine Eisenwendeltreppe, klopfte dann an diese Tür, dort machte dann einer auf, der taubstumm war, und der führte einen dann in den Lesesaal, und dort bekam man dann die Bücher zu lesen, die gesperrte Literatur. Und das war schon sehr interessant. Dort saßen dann immer bloß 3-4 Leute in diesem Lesesaal, und immer wartet dieser taubstumme Mitarbeiter darüber, dass man nichts kopierte, dass man nicht zu viel rausschrieb, dass man ganz sorgfältig mit diesen gesperrten Büchern umging. Sie gehören tatsächlich zu denjenigen Träumern, die glauben, alle Antworten stünden in Büchern, nicht wahr? Aber Bücher sind nicht grundsätzlich hilfreich und gut. Sie können sogar ausgesprochen bösartig sein. Haben Sie jemals etwas von den gefährlichen Büchern gehört? Manche von ihnen töten schon durch die kleinste Berührung. Gefährliche Bücher. Auch heute gibt es verbotene Schriftstücke, radikale Schriften, die, sofern veröffentlicht, auch gesammelt werden, aber nicht allgemein zugänglich sind. In einer mittlerweile wiedervereinten deutschen Bibliothek mit zwei Standorten, Leipzig und Frankfurt. Man teilt sich die wachsenden Aufgaben, die Erhaltung, die Neuanschaffungen, die Netzpublikationen, die Digitalisierung. Offiziell heißt man jetzt Nationalbibliothek. Bestand und Zukunft sind gesetzlich gesichert. Letztes Jahr wurde ein Erweiterungsbau in Leipzig eröffnet. Er wird aber nicht der letzte bleiben. Bei fast 750.000 neuen Medieneinheiten allein im letzten Jahr. 27 Millionen Einheiten hat die Nationalbibliothek bisher gesammelt und täglich werden es mehr. Die Magazine sind gut gesichert und still und kühl. 18 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit. Das ideale Klima für Bücher, die Zeit überdauern sollen. Es ist ein ewiger Ort. Der Begriff gefällt mir besser als Grab. Denn wie viele Bücher, die stehen zu Hause rum, weil man sie von irgendjemand geschenkt bekommen hat und keiner mag sie und keiner liest sie. Und bei uns, da haben sie wirklich einen sehr ehrenvollen ewigen Platz. Da haben sie sehr gute Chancen, in 100 Jahren nochmal entdeckt zu werden und wachgeküsst zu werden. Die ländliche Volksbibliothek. Die Orientpolitik des Fürsten Metternich. Die Völkerschlacht von Leipzig. Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911. Etwas zum Nachdenken für unsere Kranken. Rechnen, vergeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Was ist Sünde wider den Herrn?